auf dem Weg, das Schwein zu töten. Wir werden es nun finden, Leute. Das Schwein wird dran glauben. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, und wenn ich dafür die Hölle von innen sehen muss, ich werde es finden und es töten. Schwein, wo bist du? Ja, ich habe Gronkh nachgemacht. Juhu! Oh mein Gott. Wer möchte Tennis spielen? Hua! Du blöder Penner. Komm her. Ich bin besser als Roger Federer. Bam, nimm das. Komm her. Ich werde dir schon zeigen, wie man Tennis auf Weltklasse-Niveau spielt. Yay! Eine Gas... Oh, guck mal, hier ist alles so komisch. Eine Gasträne! Alter, wisst ihr eigentlich, wie selten die sind? Die sind übelst selten! Oh! In my face, you fucking idiot! I will kill you! So, komm her. Nein, Slack. Nein. Nein. Fick dich. Fick dich. Fick. Nein. Nein. Oh mein Gott. 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 Schnell, schnell. Knappe Sache. Jo, wir sind zurück hier. Wie er schon sagte, es kann sein, dass wir in einem anderen Haus rauskommen. Und da ist ein Bett. Erstmal eine Runde pennen gehen. Boah, war das jetzt knapp, Mann. Fast wie ich getötet worden. Wuhu. Wie PewDiePie immer macht, wenn er Ende macht mit seiner Brofist. Ich kann das gerade nicht. Meine Stimme ist nämlich ein bisschen abkacken. So, boah, sauber, Leute. Wir haben eine Gasträne. Wie übel geil ist das denn? So eine hatte ich noch nie. Aber richtig gut. Jetzt habe ich die. So, die werden wir direkt mal beim Andy auch verstauen. Oh, was ist da denn nochmal? Nix drin, toll. Oh, Skelett. Skeleton, I will go on to my hand. Head and shoulder. Creeper. Creeper. Oh mein Gott. So, da hinten ist unser Zuhause. Boah, Leute, da haben wir doch einiges heute sogar geschafft hier. Beziehungsweise... Oh, in der... Scheiße. Beziehungsweise in der Session habe ich einiges geschafft. Heute ja nicht ganz, wenn man mal sieht, dass... Fuck, 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 fuck. Creeper! Ich werde es aufnehmen mit dir. Du Fiesling. Du Rottenkind! Yay! Boah, sauber, wir haben Gunpowder abgestaubt. So, jetzt muss ich schnell zum zum Andy. Ich muss zum Andy. Da ist Andys Haus. Ich muss die Gasträne sicher im Lager verstauen, Mann. So eine hatte ich noch nie, Leute. Ich hatte noch nie eine Gasträne. Da muss man echt aufpassen. So, komm her. Ab geht's rein da. Und einmal runter, bitte. Sehr gut. So, die Gasträne wird im Extra... Ja, leck doch mehr. Leck doch mehr. So, Gasträne und Diamanten. Die ist sau wertvoll. Könnt ihr mir ja nochmal in die Kommentare schreiben, was genau man jetzt mit so einer Gasträne anstellen kann. Weil ich weiß das nicht mehr. So, wir machen jetzt noch so ein paar Sachen. Da brauchen wir das jetzt erstmal nicht für. Das lassen wir alles drin. Beziehungsweise wir lassen die Hälfte vom Chicken. Das ist ja alles... Unsers jetzt hier, das lassen wir mal drin, damit der nächste alles neu farmen kann. So, aber das Glas wollen wir noch verwenden und ein bisschen Holz wollen wir auch noch verbauen jetzt, bevor wir Ende machen hier mit dem Part. Und vielleicht treffen wir auch noch das ein oder andere heilige Schaf oder Tier. Da gibt es ja einige hier, ne, gibt es ja einige heilige Schafe und so. Die gehen ja hier immer rum, ne, die sind ja mit in meinem Schwimmbad hinterher, werden die eingebaut. Die heiligen Schafe von Memphis und so. Üble, üble Sorten. So, wir bauen hier schon mal ein bisschen hoch, würde ich sagen. Oh, oh, shit! I don't do this shit on my mother, Larry. So, wir können eigentlich... Nein! Wir können hier... Ja, True Schnitzel, er tut mir leid. Oh, jetzt habe ich keine Axt dabei. Geh kaputt jetzt. Es tut mir leid, aber ich muss hier zubauen. So, ich muss das hier so machen. Damit hinterher das nämlich alles so gut wird, ne? So, dein Haus wird da gut rein integriert.
Genau, hier fehlt noch Glas. Dann wollen wir doch erstmal das Glas, was wir haben, noch ein bisschen verbauen hier. Ey. Dann wird das noch voll schön und so. Haben wir eine super schöne Glas. Isomerie oder wie ihr das nennen wollt. Bei Glas ist ja immer blöd, wenn es. Nein! Du blöder Penner, jetzt bin ich hier drin. What the fuck? 1, 2, 3. So. Bei Glas hat. Mahagoni! Kleines Püppchen! Freches Püppchen! Wo hat man dich zuletzt gesehen? Du wolltest doch zur Schule gehen. Was ist geschehen? Kennt ihr das? Von Pinocchio. So übel geil. I love Pinocchio. Kleines Püppchen. Freches Püppchen. Du wolltest doch zur Schule gehen. Was ist geschehen? Und kennt ihr den Pinocchio-Film, den Zeichentrick-Dingens? Der ist so geil, Mann. Wo die hinterher da saufen und so. Und auf einmal wird er zum Esel. Ohne Scheiß, Leute, ich sage es euch, ich lüge nicht, ich schwöre auf all mein Leben, ich lüge nicht, er wird zum Esel. Man mag es sich gerade kaum vorstellen, was labert der TT, aber nein, ohne Kack, Leute, er wird zum Esel, weil er Bier getrunken hat. Ich weiß, das muss so absurd klingen, aber es ist einfach so, er wird zum Esel. Ich konnte es ja selber gar nicht glauben, als ich das gesehen habe, aber es ist so, er wird zum Esel. Wenn ich es euch doch sage, so glaubet mir doch. Er wird zum Esel. So, guck mal. Das ist doch so fein. Jetzt haben wir das schon mal ein bisschen gebaut. Oh. Drei. Ab hier fehlen also noch Dreier. Ach, der liebe Herrgott, da war er wieder unfreundlich mit mir. So. Oh, du Noob. Aber okay. So, komm. Fang halt an, schon mal ein bisschen zu bauen. Würde ich einfach mal sagen. So. Zack. Wunderschön, Leute. So kommt doch schon ein bisschen Spannung in die ganze Sache rein. So ist das doch nicht so blöd hier und schwimmt alles so rum. Wo ist eigentlich das Stunt-Chicken? Das Stunt-Chicken haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Stunt-Chicken, Stunt-Chicken. Oh, da benutzt... Moment mal. Das geht so natürlich nicht. Das ist noch nicht freigegeben, das Schwimmbad. Und für Enten schon mal gar nicht. Das geht so nicht. Diesen kleinen Duck fressen werde ich ja gleich auf jeden Fall nochmal ordentlich einheizen. Denn jetzt hier einfach mein gekauftes Wasser zu benutzen, wofür das ich Rechnung bezahle, das geht so nicht. Das werden wir nämlich noch auf jeden Fall mal hier ansprechen gleich. Aber jetzt muss ich gerade erstmal bauen und muss erstmal gucken, dass ich etwas Tolles für euch baue. Aber, shit. Ich bin ja Bob der Baumeister und da weiß ja jeder Mensch, ich baue das richtig. So, schön gemacht. Zack, zack. Zack, zack, zack. Das sieht doch vorzüglich aus, Leute. Oder meint er nicht? Das sieht doch schön am Gebäude aus. Das sieht doch noch was Gebautem aus. Das sieht doch noch was Handfestem aus. Nach reiner Handarbeit, so wie der Werner so 1936 begonnen hat, im begonnen. I do fail, yo. Ich mach fail. Die beiden sind fail, denn da müssen erst noch mehr hin. So, ansonsten haben wir hier schon mal jetzt ein bisschen gebaut. Sieht doch schon gar nicht so. So. Nee, da muss Glas hin. Sieht zwar ein bisschen behämmert aus, aber who cares. So, meine Freunde, jetzt regnet es saure Äpfel. So geht das nicht.
Hallo Chicken, was haben Sie sich dabei gedacht, mein Schwimmbad zu benutzen? Hey, ich rede mit dir. Hör mir zu. Ja, sehr schön. Ja, ganz schnell. Raus hier. Raus aus meinem Haus. Sie haben hier nichts verloren. Raus sofort. So, und da bleiben Sie jetzt auch. Und was ist da los? Das gleiche gilt für Sie. Abhauen, los, schnell. Jetzt aber zackig. Ja, jetzt zackig. Das ist mein Schwimmbad. Nein, ich hab's getötet. Schicken. Da kommt direkt der böse Sound. Ja, haben Sie gesehen, was mit Ihrem Kollegen passiert ist? Gut, dass Sie sich dafür entschieden haben, rauszugehen. Fand ich nämlich nicht in Ordnung, dass mein Haus hier einfach benutzt wird. Ach, jetzt guck. Ach so? Man guckt sich also nicht an, wenn man redet. Man stiert die Wand an. Okay, was Sie können, kann ich schon lange. Ich fand das nicht in Ordnung, dass Sie mein Schwimmbad benutzt haben. Also, das nächste Mal bitte draußen bleiben, alles klar? Haben wir uns doch verstanden. Ja, Leute, in diesem Sinne haben wir jetzt hier die Enten nochmal rausgeschmissen. Klar gemacht, dass das unser Schwimmbad ist. Und wir... Ach so. Ach so. Denken, ich gehe aus der Tür und dann können wir da wieder reingehen, oder was? Da scheißt du drauf. So sieht das also aus, oder was? Das ist ja unglaublich. Das nehme ich mir jetzt endlich mal Frühstücksei. Das sind ja unglaublich dreiste Enten, die wir da haben. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein Wörtchen mit denen reden. Und jetzt gleich geht er da wieder rein, ne? Wenn ich nicht hingucke, ne? Ja, 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 ja. Ich kenne euch ganz genau. Ihr Enten seid doch alle gleich. So. Ja, Leute, ich würde sagen, da war es dann erstmal. Der nächste von euch hat die Map. Und in der nächsten Folge werden wir mal gucken, was gebaut worden ist. Und danach, nachdem wir uns angeguckt haben, was gebaut worden ist, werden wir in einen Cave ziehen. Also, seid auch das nächste Mal dabei. Bis zum nächsten Mal, Tabletop Gamer. Euer Gravel Pidipi. Euer Gravel Pidipi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.